Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge RimWorld. Ja, was soll ich sagen? Wir starten wieder neu. Und das schneller als eigentlich erwartet. Ja, und deswegen werden wir ja auch ein bisschen... Nö, wir ändern nichts. So, wir nehmen aber, glaube ich, den nächsten. Eine Fremde, der die Heilmittel für einen Krebs erwähnt und bla bla. Warst du bereit? Ja. Ich glaube, nehmen wir den reichen Abenteurer. Oder wir machen hier wirklich die Bruchlandung oder die verstohlenen Stamm. Euer Stamm wurde von den großen Blutgöttern angegriffen und vernichtet. Nur 5 von euch haben das Massaker überlebt. Genau das machen wir. So, wir nehmen sie. Genau. Und machen wieder das. Wir machen Laden erlauben. Falls wir irgendwelche Bugs haben, dass wir hier vielleicht nochmal uns retten können. Ja, ich mache keine großen Einstellungen, ihr werdet jetzt gleich sehen. Ich glaube, diesmal nehmen wir wieder so so einen Krater würde ich, glaube ich, wieder nehmen. Ich mag Krater, unwahrscheinlich gerne. Deswegen würde ich hier vielleicht wieder so einen Krater nehmen wollen. Genau, ich gucke auch gar nicht nach den Werten. So, was ich hier mache jetzt tatsächlich, ich möchte gerne, dass die Leute hier gesund sind. Sowas wäre mir egal. Genau, das wäre mir egal. Das ist mir nicht egal. So, kriegen wir direkt was Neues. Ausgesetztes Kind. Ernährung ist niedrig, das ist mir egal. Okay, und dann haben wir hier noch grausige Arten, das machen wir auch nochmal. So, wir gucken mal ganz kurz durch, was haben wir denn? Wir haben Handwerker und Medizin, das ist gut. Wir haben Bergbau, das ist gut. Konstruktion ein bisschen. Wir haben bis jetzt noch keinen, der kochen kann. Nee, keinen, der kochen kann. Keiner, der Konstruktionshoch hat. Okay. Dann brauchen wir jetzt eigentlich noch einen Koch und einen Konstrukteur. Wir gucken mal, da ist der Konstrukteur, aber der hat halt so viele, viele negative Sachen. Du hast, naja, Kochen, du hast richtig gutes Kochen, du hast Tiere, du bist im Nahkampf gut. Okay, das ist doch gut. Bara würde ich nämlich jetzt auch nochmal ändern wollen. Und zwar, der müsste in Konstruktion einen guten Wert haben. Wir schauen mal ganz kurz. Sorry, die Katzen machen da gerade irgendeinen Blödsinn im Hintergrund. Deswegen habe ich mal ganz kurz geguckt. Was ist denn das? Vater, Geliebter, Konstruktion. Auf jeden Fall ziemlich viel Konstruktion. Er hat Pflanzen. Ich glaube, das machen wir. Wir haben halt immer noch keinen, der wirklich forschen möchte, ne? Ah doch, 2 Stück. Okay, dann passt mir das. Keine großen Einstellungen, wie gesagt. Also so ein bisschen gucken, dass wir von allem so ein bisschen was haben. Das ist wichtig. So, okay. Und damit starten wir eigentlich wieder ein neues Game. Wir akzeptieren und erlauben eben alles. Dann gucken wir mal ganz kurz. Er ist Nahkämpfer, er kriegt die Keule. Er ist Fernkämpfer, er kriegt einen Bogen. Am Tischstoß kriegt es oder so jeder einen Bogen. Also von daher ist mir das eigentlich am Anfang egal, aber so ein bisschen Nahkämpfer und du bist auch Nahkämpfer. So. Okay, willkommen im neuen Tutorium. So, wir schauen mal. Wir haben 2, 4, 5 Mann, die alle ein bisschen hungrig sind. Die alle ein bisschen hungrig sind. Und
Deswegen werden wir hier auch direkt loslegen. Ich werde wieder mal hier die Mitte raussuchen. Ich weiß nicht warum, ich möchte gerne immer in der Mitte bauen. Ich bin wirklich ein Monk in manchen Sachen. Ich liebe die Mitte. Immer noch 130, heißt also 115 wäre hier. Und demnach wären das auch 115. Richtig, richtig. So, das heißt also, das hier ist die Mitte. So. Okay, dann würde das heißen, 115 wäre hier die Mitte. 115. Hier ist eben irgendwas im Weg, ne? So. Moment. Das wäre 115. Das würde bedeuten, das da ist die Mitte von dem. Weil hier müssten jetzt bis dahin 114 sein. Genau, und das auch richtig. Ja, ist doch gut jetzt. Hallo. Danke. 114, genau. Okay, dann können wir das wieder hier wegmachen. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. So. Dann machen wir hier nochmal einen Plan hin. Und zwar das da. Das ist dann auch die 115. So, dann haben wir die Mitte ausgelotet. Seppi. Okay, das bedeutet, das ist die Mitte. Erstmal nicht so interessant. Aber wir wissen, wie wir ein bisschen bauen sollen. Und zwar, wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Schlafsaal. Wir werden, wie gesagt, um die Mitte und so weiter spielen, wie immer. Ich muss gerade schon mal nur mal ein bisschen rechnen. Wie machen wir das? Oder was heißt rechnen? Ist eigentlich scheißegal am Anfang. So, wir bauen hier einfach, sowas hin. Dann 10 hoch, also 10 hoch und sowas. Und das machen wir jetzt bei Türen rein. Und dann ist mir das erstmal egal. Weil ich glaube, hier müssen wir jetzt richtig, richtig ackern, um hier irgendwas zu bekommen. 1, 2, 3, 4, 5. Weil wir haben halt gar nichts. Nichts. Nada. Niente. Deswegen, wir müssen hier richtig, richtig Gas geben. Richtig, richtig Gas geben. 10 mal 10. Und zwar mit Reis. So. Wir machen direkt, was bist denn du und was machst du hier? Egal. So. Auch das werden wir dann gleich direkt machen. Wir werden so schnell wie möglich unten Abwehr bauen. Also hier mit, ne, wieder denselben Hokuspokus, wie ich sonst auch immer baue. So, okay, wir lassen laufen. Wir lassen diesmal auch ein bisschen langsamer laufen als sonst, weil wir einfach zu viel zu tun haben. So, wir brauchen 2 Forschungstische auf jeden Fall. Wir brauchen eine Schlachtbank und einen Ofen auf jeden Fall. Wir brauchen einen Manager-Tisch noch nicht. Hier brauchen wir sonst nichts. Okay, dann, die erste Forschung sollte Steinbearbeitung sein. Steinbearbeitung, ja. So, das ist die erste und das ist die zweite Forschung. Und zwar die komplexe Möbel. Okay. So, jetzt sind alle am Arbeiten, die arbeiten sollen. Deswegen können wir jetzt ein bisschen vorspulen. Ja, hier ist Moor oder sowas, ne? Ja, hier ist Schlamm. Hier ist also Erde. Das heißt, hier können wir die Verteidigung hinbauen. Wir planen das schon mal so ein bisschen. Und zwar, hier wäre der Eingang. Wieder 2 breit, ne, 2, 2. Also heißt, ich muss ganz kurz überlegen. Wir wollen ja vielleicht noch ein paar Gewehre diesmal dahin bauen. Heißt also, was heißt Gewehre? Also ein bisschen, ne? Bisschen Verteidigung. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier eine Linie von 10 hin. Wobei mir das auf jeden Fall nicht gefällt. Ich bin ehrlich.
Wir machen es, glaube ich, so. Das wieder weg. Genau, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Dann ist da so ein kleiner Eingang. So. Hier würde ich dann halt auch wieder anfangen, direkt Fallen zu bauen. Hier auch. Hier bauen wir auch direkt schon vorgefertigt den Versorgungstunnel hin. Heißt also, hier kommt ein Versorgungstunnel hin. So. Das kann zu. Dann würde ich hier und dort eine Tür hinkommen. Ja, das sieht wirklich cool aus. Ich glaube, das passt so. Und hier würde dann halt wieder eine Falle liegen. Und dann hier halt nochmal. Okay, ich glaube, das lassen wir. Okay, aber natürlich nicht aus Holz. Weil Holz, wenn wir das jetzt aus Holz bauen, können wir direkt leise sein lassen, weil das bringt halt gar nichts. Gut. So, Aufgaben, Schlachten, immer. Achso, den Manager-Tisch habe ich jetzt gar nicht aufgebaut, ne? Den sollten wir auf jeden Fall aufbauen. Manager-Tisch, wichtig. Am Anfang. Ist das Tier uns? Nein. Warum ist das hier drin gefangen? Man weiß es nicht. Okay, Moment, wir machen mal ganz kurz hier die Tür auf. Und hoffen, dass mehr Viecher rausgehen als reingehen. Okay, der Husky ist scheinbar uns. Okay, so. Ich glaube, jetzt sind alle Tiere raus, die nicht hier reingehören. Okay, perfekt. Und so, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier hin. Ich würde gerne jagen. Und zwar eigentlich alles, was uns nicht angreift. So. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel tatsächlich im Lager haben, sondern nur so viel, dass wir überleben. Ich werde das jetzt gleich nicht auf 500 machen, sondern so auf, ich weiß es nicht, auf 250 vielleicht, 200, da so um den Dreh. So, wir müssen hier einmal durch. Klack, 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 klack. Das sieht doch ganz gut aus. So. Medizin. So. Okay, wir lassen doch die 500. Ich glaube, der 500 ist ganz okay. So, wir sagen Holz, auch 500. Wir sagen Obst und Gemüse ernten, 500. Und wir sagen jetzt jedem noch täglich. Okay, dann haben wir eigentlich alles eingestellt, hoffe ich. Wir haben halt zu wenig Essen gerade schon, das ist mir bewusst. Deswegen werden wir hoffen, dass morgen einer sich erbarmt, das Ding da zu benutzen. Aber wir können ja schon mal versuchen. Hier will keiner das machen? Keiner? Okay, warte mal, das geht gar nicht. Okay. Also einer wollte tatsächlich. Das wäre ein bisschen wenig gewesen, ich bin ehrlich. Ein bisschen sehr wenig. So, gut. Lass mal ihn das mal ganz kurz machen. Wir brauchen halt Essen. Wir brauchen halt Essen. So, Holz und Essen. Wobei Essen ist gerade wichtiger als das Holz. Okay, wir müssen auch Stahl anfangen abzubauen. Stimmt, das haben wir vergessen. Stahl, 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 Stahl. Stahl ist da einmal. Da habe ich auch noch mal ein bisschen was gesehen. Okay, hier unten ist aber halt gar nichts, ne? Hier sind Bauteile, die habe ich gesehen, aber ich habe hier auch... Da, die Bauteile habe ich auch gesehen, okay. Dann haben wir aktuell nur diese kleine Quelle da oben. Müssen wir halt durch, ne? Forschertisch benötigt, ja. Wir brauchen erstmal Stahl dafür. Ist das hier Stahl, maybe? Nein.
Achso, und wir müssen da unten mal ein Lager bauen. So, Moment. Wir machen das mal einfach mal so. Okay, dann machen wir es so. Okay. So, Lager ist auch erzeugt und erstellt. So, dann werden wir jetzt hier fleißig den Stahl einmal abbauen. Din, din, din. Antiker Mesh. Aha. So, warum sind... Achso, ich habe hier wieder was vergessen. Ich vergesse es jedes Mal, aber wirklich jedes Mal. So, wir bauen das einmal, wir bauen das einmal und wir bauen das einmal. Und wir reißen diesen blöden... Wo ist er? Da. Ihn ab. Ich hasse ihn. So. Okay. So, das kann weg. Ist hier irgendwo Stahlgranit? Das ist mir alles egal. Wand aus... Du hast hier keine Wände aus... Das ist aber traurig. Da hast du hier aber einen Boden, den wir entfernen könnten. Dann wäre das doch schon mal ein bisschen was. Ich glaube, das ist nämlich Stahl, wenn ich mich recht entsinne oder sehe. So. Das sieht nach Stahl aus. Macht nur keiner. Okay, wir haben ziemlich viel Essen hier. Deswegen würde ich jetzt auch direkt anfangen. Üppige, leckere und einfache. Von jedem 10 Stück. So. Wir könnten jetzt hier diese Palm-Dingsbums machen, Besucher anweisen, bis ich Gäste wert habe. Diese haltbaren Sachen. Aber ich bin, also hier die Perma-Bla. Ich bin aber Fettflange-Bla-Bla-Bla neutral, aber genießt ungekühlt sehr lange haltbar. Also wir können davon auf jeden Fall welche bauen, bevor es kaputt geht. Sage ich mal so. Ne? Also heißt, wenn wir jetzt gar nichts damit machen können, würde ich sagen, ja okay, ab die Fahrt. Ja, aber ich möchte eigentlich schon gerne gutes Essen hier haben. Und die halten ja, wie lange halten die? 3-4 Tage. Ja, ist ja eigentlich auch ganz cool eigentlich. So, baut jetzt hier inzwischen jemand was ab? Nein. Nein, tut es noch nicht. Ja, wie gesagt, wir lassen den einfach da machen. Oder wir lassen die da einfach machen. Ist ein bisschen Hektik hier gerade, natürlich. Aber hey, shit happens. Achso, und wir setzen noch ein paar Forscher ein. Also wenn hier gar nichts zu tun ist, dann dürfen die natürlich forschen gehen, die Jungs und Mädels. Verrückte Hase. Okay. Verrückte Hase ist nicht mehr verrückt, sondern ist ein toter Hase. So, okay. Gut. Wir machen mal ein zweites Feld. Und zwar auch 10x10. Und werden hier Heilpflanzen drauf bauen lassen. Ach, okay, das war kein Stahl. Oh, da hat jemand Geburtstag. Behandlung benötigt, Gehege benötigt, wenig Nahrung, Verteidigung benötigt. Ja, wir brauchen erstmal die Steine. Also Steinbearbeitung ist das Wichtigste, was wir gerade brauchen. Was macht er? Oh. Okay. Nein, 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 nein. Das kann auch direkt weg. So. Ach so, da wir wieder mal mit Dingsbums spielen, sollten wir hier vielleicht 2 Klos aufbauen, dass die in das Plumpsklo hier kacken können. So, einmal hier, einmal da. Da ist jemand gestorben. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Haben wir? Okay, die hätten wir tatsächlich schon. Ich
würde hier tatsächlich sowas da drum bauen. Und hier das dahin bauen. Wir müssen, glaube ich, hier noch ein bisschen paar Trödelchen abballern, umballern. So, ihn da zum Beispiel. So, einmal hier hin, Allemann. Okay, und dann den da. Okay. Gut, ich glaube, das war so der wichtigste von allen. Er wäre auch nochmal wichtig, glaube ich. Er wäre auch nochmal, glaube ich, wichtig. Aber er war hier wirklich der wichtigste jetzt gerade von allen. So, wer ist denn unser Koch hier? Der Koch ist... Ah, okay. Koch ist grüne Krähe. Mhm. Was für ein schöner Name. So, der Koch darf mal eben hier das Fleisch machen. Und dann auch noch ein bisschen kochen, Jung. Wir haben nämlich nichts mehr zu fressen. Mach dir mal was zu essen dahin. So, perfekto. Gut. Also, die Dinger sind auch schon fertig. So 60, alles klar. Genau, das wollte ich nämlich jetzt auch noch machen. Und zwar einmal ein Wasserkübel hier draußen hin. Und hier auf jeden Fall noch einen Brunnen. Okay. So, und damit haben wir doch den Start ganz gut überwunden oder hergestellt. Und ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin. Tschüss.